Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind hier noch ganz am Anfang. Deswegen brauchen wir jetzt gar nicht mal an die Zukunft denken. So, ein paar Scavenger haben wir hier. Oh. Seht ihr, wie die Butlerhose mich schützt? Das glaubt man kaum, wie gut die ist. Das waren die Scavenger. Oh, ein Varan. Ne, das ist es. Zum Glück haben wir eine Eskorte dabei. Ah, greifen dann halt an, Mensch. Hoffentlich levelt der die Erfahrungspunkte für mich mit. Ja, gut, das tut er. Das ist gut, levelt er für mich mit. Das ist nicht schlecht. Da kommen die beiden Templer. Das sind übrigens Templer. Später komme ich zu denen noch. Was? Willst du jetzt mit deinem Kumpel Aussprache machen oder was? Du sollst mich doch jetzt ins Lager führen. So ein Vollidiot. Schon wieder für mich mitgelevelt, hä? Bei so einem blöden Wolf. Der hätte uns verkalkt gemacht, ne? Ein Biss, dann wären wir hinüber, würde ich sagen. Also war das jetzt eine ziemlich riskante Angelegenheit. So, Blutfliegen. Die sind, glaube ich, noch zu stark für uns. Lass die mich machen, bitte, bitte, los. Ah, oh, komm schon, komm her, du Mist. Ah, oh, super. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Erwache. So richtig mit der Lan. Erwache. Dass wir die Flügel schon gleich aufnehmen können, ist gut. Oh, es kommen mehr Viecher. Ah, eine Stufe gestiegen. Wunderbar. Alter. Scavenger mischt mit, also den Scavenger zeige ich. Na los, komm her, komm her. Jetzt zeige ich's. Baby. So. Tja, das sind so die Anfangsmonster. Die nerven, wenn man stärker, anfangs hat man Angst vor ihnen und wenn man später stärker ist, regen sie einen bloß auf. Wenn ich stärker bin, so super Waffen habe und ja, super Rüstung und so, und ich sehe dann in der Ecke so Horde Scavenger, die dann ihren Ruf machen, dann denke ich mir, Gott, regt mich nicht auf. Aber hier denke ich mir, ja, endlich gibt's wieder mal Action, yeah, kämpfen. Fleisch rausziehen. So, hoffentlich greift der die drei Warane nicht an, weil die würden den kalt machen. Glaube ich mal. Dafür ist der F noch zu schwach. Selbst der ist dafür zu schwach. So, er geht vorbei. Nein, geht er nicht. Auch recht. Dann lass dich ruhig fressen. Ich halte mich dabei im Hintergrund, ne? Speichere mal lieber mal, ne? Ja, was machst denn du jetzt da? Jetzt willst du mir verraten? Der geht auf mich los. Ey, Spinner. Was war das jetzt? Mann, komm. Ey. Tja. Ein Bug, also. Nee. Ja, also geht doch. Mein Gott, ey. Das ist aber auch komisch. Naja, wir haben es überstanden. Das ist die Hauptsache. Jetzt kommen, glaube ich, keine Viecher. Ach, da vorne sind wieder Scavenger. Mich nerven jetzt schon die Scavenger, ne? Ja, Mensch. Ja, komm, komm, komm her, Mann. Machen wir die schnell kalt. Plündern wir sie schnell aus.
Tja, das ist eben schon wieder Warane, ey. Was machen die da? Spinnen noch. So, jetzt wird's sumpfig. Da ist das Sumpflager. Lauter Zeug liegt hier rum. Hoffentlich klappt das auch mit Kalom. Wir sind angekommen. 200. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frage Ja. nach Kor Kalom. Ich gehe. Viel Glück. Viel Glück bei deiner Rückreise. Ja, ich will jetzt da auch die Quests erfüllen. Sei Um, gegrüßt, also, Bruder. man muss ja Bist du hier bei auch Heiligen ein paar Boten Aufgaben gewesen? machen, um hier Wie ist aufgenommen die zu werden, Bruderschaft wie im geschäftlich? Nebenlager. Was führt dich Und die hierher? Quests werde ich jetzt eben erfüllen. Dazu müssen wir dann auch später noch ins neue Lager. Das zeige ich euch dann auch gleich mal, damit euch die Entscheidung dann leichter fällt. Nicht mit dem Wer Guru bist du? reden, sondern mit Ich bin Lester reden. Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Ja, mehr brauchen wir jetzt eigentlich nicht wissen, erstmal. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher. Also wie gesagt, dann machen wir hier die Der Schläfer Aufnahmequests, aber möge nur dich halt um bitten. Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich glaube, da muss man 4 Baals überzeugen. Nicht schwer, das ist überhaupt nicht schwer, die Baals zu überzeugen. Dazu ist erstmal diese Person wichtig, Melvin. Dann hat ja der Dusty gesagt, wir reden mit Melvin. Wir müssen mit Melvin reden. Reden wir aber erstmal mit dem da. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer Ein der Baal. Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Ja. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Natürlich kannst du es Was noch ist deine werden. Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kur. Sein Gehilfe? Dieses Kraut. Ja, eigentlich will ich bloß das Quest jetzt mit dem machen. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, Ich ich kann kann dir auch dir sagen, helfen. ich kann auch mal etwas wetten. Ich bin zwar Falls wir in kein dem Lager Guru, anfangen, sind aber wir ich habe schneller einen Guru guten als der. Einfluss in der Und was wetten Bruderschaft. wir? Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nö. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Was heißt, ich denke Donat, das machen wir. Weil der gibt uns eben zwei Informationen, wie wir zwei Gurus Nein, überzeugen. du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ja, Ich Melvin, ich kenne glaube, du hast Dusty. dich richtig Hab entschieden. mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben Genau ist. das werde ich ihm Wenn das ausrichten, hier dass er nicht schön zehnmal blöd besser ist. ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm aus.